Noch sind die neuen Trikots für die Saison 2018/2019 nicht bekannt. Dennoch machten sich einige Designer die Mühe und erstellten ihre eigenen Vorschläge. Diese werden wir uns in diesem Video mal angucken. Die erste Idee ist von Robert Albe und das ist ein Konzept für Inter Mailands drittes Trikot für die Saison 2018/2019. Schauen wir uns erstmal das Trikot generell von vorne an. Man sieht den goldenen Pirelli-Schriftzug ganz vorne auf der Brust, darüber das Nike und das Inter Mailand-Logo, an den Ärmeln jeweils in den Enden goldene Streifen, sowie auch neben dem Kragen links und rechts. Und unten, den unteren Bereich des Trikots, ziert auf dem dunkelblauen Hintergrund eine hellblaue Schlange. Schauen wir uns das jetzt nochmal genauer an. In der Nähe des Kragens. Man sieht auch innerhalb des Kragens, die Innenseite des Trikots ist in zwei Hälften aufgeteilt. In der linken Hälfte ist sehr viel Schrift auf einer Art Western-Look oder Camouflage-Look. Auf der rechten Seite dann ein Streifenmuster mit dem Nike-Logo und man sieht auch, dass die oberen Teile des Trikots auch gestriffen sind, hier noch gut zu erkennen. Und dann schauen wir uns das Trikot nochmal von vorne an. Wie gesagt, mit der blauen Schlange finde ich richtig, richtig cool. Der Pirelli-Schriftzug in einem Chromgold. Das Trikot gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und dann gehen wir weiter zum nächsten Trikot. Die nächste Trikot-Idee stammt von Markus Press 27 und das ist ein Konzept für das Dortmunder Auswärtstrikot für die nächste Saison. Und das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Konzept. Die oberen Teile des Trikots in der Kragennähe sind in Grau gehalten. Man sieht darunter in der Mitte des Trikots einen Strich, der mit gelb-goldenen Farben gezeichnet ist, der aber jedoch aus verschiedenen kleinen Teilen besteht, die sich dann von oben bis nach unten über das Trikot ziehen. In der Mitte dann der Evonik-Schriftzug, darüber das BVB-Logo und das Puma-Logo, an den Ärmeln gelbe Ränder und auch an der Außenseite des Trikots auch noch gelbe bis goldene Streifen. Sieht auf jeden Fall richtig, richtig cool aus. Hier nochmal in der Kragennähe sieht man wirklich diese einzelnen gelb-goldenen Teile. Und hier auch noch diese gelb-goldenen Striche sowie das Tornetzmuster auf der rechten Seite hier. Richtig, richtig cool. Wenn das wirklich das Dortmunder Auswärtstrikot für die nächste Saison ist, hat Dortmund auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Jetzt kommen wir zu dem Designkonzept von Carrasco One Life für die Saison 2018-2019 von Atletico Madrids Heimtrikot. Dort muss man sagen, ändert sich nicht wirklich viel. Es ist sehr angelehnt an das Trikot von dieser Saison. Die einzige Änderung, die auf den ersten Blick eigentlich sichtbar ist, sind die Adidas-Streifen, die ja auch bei anderen Trikots üblich sind. In der Nahaufnahme sieht man das auch noch, dass sich da wirklich nicht viel an dem Konzept bis auf die Streifen geändert hat. Und bleiben wir in Spanien und auch beim selben Designer. Und zwar geht's jetzt dem FC Barcelona an den Kragen. Ein V-Ausschnitt Kragen, ebenso die weißen Streifen. Auf den ersten Blick eigentlich nichts anderes, aber einem fällt auf, dass hier noch verschiedene Muster sind und die Farben von diesem Blau auch nicht identisch sind. Bei genauerem Hinsehen merkt man sogar, dass im Hintergrund der roten Streifen, der roten Längsstreifen auch noch Muster im Hintergrund sind. Sieht auf jeden Fall richtig, richtig cool aus, aber vom Oberflächlichen ändert sich dort ähnlich wie bei Atletico nicht sehr viel. Und Markus Press 27 hat auch für den FC Arsenal ein Designkonzept vorgelegt und dort gibt es ebenso wie bei Barca und Atletico Madrid nur ein Feature, was sich beim Heimtrikot so wirklich geändert hat, und zwar auf Brusthöhe ist im Hintergrund ein A zu sehen mit noch verschiedenen Streifenverzierungen. Sieht auf jeden Fall richtig, richtig cool aus, mal was Neues, aber die Grundidee von Arsenals Trikot ist wie bei den letzten beiden auch dieselbe.
Ein Heimtrikot, an das man sich aber wirklich rangetraut hat, ist das vom AC Mailand, dort auch ebenfalls von Markus Press 27. Er hat das Trikot komplett überarbeitet, einfach von diesem rot-schwarzen in ein komplett schwarzes rein mit hier diesen grauen Verzierungen, oder grau leicht pinken, mit dem schönen schwarz-grauen Kragen oder schwarz-pinken Kragen. Dann auch im Hintergrund noch spitz zulaufende Striche, aber das Trikot ganz in schwarz gehalten mit einem silbernen Fly Emirates Logo mit einem pinken Streifen hier an den Ärmeln. Ebenfalls hier noch ein leicht abgehellter Streifen von dem Schwarz und wie gesagt dann auch noch ein silbernes Logo, diesmal aber von Puma. Und auch das Heimtrikot von Olympique Marseille hat sich Markus Press vorgenommen. Man sieht, dass das Trikot in einem hellblau und einem dunkelblau gehalten ist. Der vordere Teil des Trikots in einem hellblau mit einem runden Ausschnitt. Auf Brusthöhe sieht man ein M in einem Kreis in noch hellerem Blau als Hintergrund. Ebenso kleine hellblaue Verzierungen auf der Sponsorenseite sieht man ein weißes Orange und trotzdem dann auch noch das Marseille-Logo und das Puma-Logo.